Zivilschutz sind die Strukturen, die Institutionen und auch die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Kriegsfall bzw. wie man in der Bundesrepublik korrekt und auch laut den Gesetzesvorschriften sagen müsste, im militärischen Verteidigungsfall. Das ist eine Besonderheit in Deutschland, dass der Zivilschutz getrennt ist vom Katastrophenschutz. Das ist darauf zurückzuführen, dass in Deutschland eine strikte Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern existiert und für die exekutive Gewalt auch für die Gefahrenabwehr und den Schutz der Bevölkerung im Prinzip die Länder zuständig sind und eben nicht der Bund. Die Ausnahme ist eben der Kriegsfall bzw. der Verteidigungsfall. Der Bund hatte dann auch noch darüber hinaus generell die Zuständigkeit an sich gezogen für Ausbildung von Katastrophenmanagern oder von Katastrophendienstleistern, für die technische Entwicklung, also das heißt auch für Forschung in diesem Bereich und auch für die Ausstattung von besonderen Einheiten. Also besondere Einheiten, die dann auch dem Bund unterstanden, war das THW, also das Technische Hilfswerk, das in den 50er Jahren gegründet wurde und dann auch entsprechend wurde in Ende der 50er Jahre auch ein Bundesamt für Zivilschutz gegründet. Diese Strukturen wurden am Ende des Kalten Krieges weitgehend aufgegeben, nicht alle. Also das THW bestand ja schließlich weiterhin und auch was bestimmte Ressourcenzurückhaltung und Ressourcenlagerung angeht. Auch das untersteht noch dem Bund und wird noch vom Bund bewältigt. 2016 wurde vom Bundesministerium des Innern eine Konzeption zivile Verteidigung verabschiedet. Was dieses Schutzkonzept dann letztendlich formuliert, ist, dass es eben auf den zwei Ebenen, also zum einen gilt es, die prinzipielle Vorsorge aufrechtzuerhalten, also Vorsorge im Bereich Wasserversorgung, Lebensmittelversorgung, Transport. Besondere Gedanken wurden sich auch darüber gemacht, wie man mit Flüchtlingsströmen umgeht und auch was in einem sogenannten Massenanfall von Verletzten zu tun ist. Also dass auch Energieversorgung, Kommunikationsinfrastrukturen, wie man die aufrechterhält, das spielt da eine große Rolle als Ziel. Und das Zweite ist, dass man so im Einzelnen Schutzziele definierte, wo die Bevölkerung direkt betroffen ist, also unmittelbar. Und da steht an erster Linie, dass die Selbstsorge der Bevölkerung, also den Selbstschutz, dass die dafür zu sorgen hat. Aber das Entscheidende ist eigentlich dabei, es gibt eine Konzeption, an was alles zu denken ist, aber wie das konkret umgesetzt werden soll, das bleibt im Prinzip offen. Was das Spezifische ist in Deutschland, ist, dass die Bunker ja abgebaut wurden. Also es gilt nicht nur für Deutschland, auch Frankreich zum Beispiel hatte nie auf Bunker gesetzt. Die haben sehr viel stärker auf atomare Abschreckung gesetzt. Aber in anderen Ländern, also Finnland hat Bunkerstrukturen, weil Finnland sich, weil da kulturell die Bedrohung durch Russland eben permanent noch im Gedächtnis verankert ist, gibt es im Prinzip in Finnland auch entsprechende Vorschriften, dass bei Bauten von Wohnhäusern bestimmter Größe unterirdische Schutzanlagen mitgebaut werden müssen. Und das führt dazu, dass in Finnland eigentlich Schutzräume hat, die so dimensioniert sind, dass sie die Anzahl der Bevölkerung übersteigen. Also die könnten auch noch Touristen oder auch Geschäftsreisende oder sonst wen, wer sich gerade im Land aufhält, ohne Probleme unterbringen. Ähnlich auch die Schweiz, auch da wurden die Schutzanlagen aufrechterhalten, in Deutschland nicht. Und das Interessante ist bei der Konzeption zivile Verteidigung, dass da auch explizit bei Bauschutz erwähnt ist, dass an ein Anlegen von öffentlichen Schutzräumen, also sprich Bunker, nicht gedacht ist. Nicht zuletzt deshalb, weil möglicherweise auch für Deutschland, also wenn man wirklich Worst Cases annimmt, möglicherweise auch mit Luftangriffen zu rechnen ist. Aber jetzt ein Krieg in der Form, wie er in der Ukraine läuft, also mit massivem Artilleriebeschuss, der auch Städte bis zu 80% zerstört und so, mit so einer Konstellation ist in Deutschland eigentlich kaum zu rechnen. Die Szenarien sind da ganz anders. Zur Frage zurückzukommen, was jetzt tun, wenn es keine Bunker gibt, keine öffentlichen Schutzräume, da kann ich eigentlich nicht mehr sagen als das, was
im Moment sich auch beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf der Homepage findet, nämlich, dass die Bevölkerung die allgemeinen Hinweise zur Notfallvorsorge und zur Katastrophenvorsorge, die generell gelten, dass die auch im Kriegsfall relevant sind. Also das heißt, Vorsorge treffen, indem man Nahrungsmittelvorräte anlegt, Wasservorräte anlegt, indem man eine Hausapotheke anlegt und Ähnliches. Und wichtig auch, dass man einen Notkoffer packt, in dem so die wichtigsten Unterlagen, die man benötigt, indem man die schnell bei einer potenziellen Flucht schnell mitnehmen kann. Das sind so die entscheidenden Dinge. Vielleicht noch als ein Zusatzmoment, was erwähnt werden muss, auch ein batteriebetriebenes Radio oder eventuell sogar ein Kurbelradio. Das sind so die Empfehlungen, damit man auch dann Nachrichten, Informationen empfangen kann, wenn die Stromnetze und vielleicht auch die Mobilfunknetze und anderes ausfällt. Das ist eine sehr schwierige Frage. Das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz beklagt, dass so etwas wie ein Katastrophenbewusstsein in der Bevölkerung nicht vorhanden sei, dass solche Vorsorgemaßnahmen selten getroffen werden. Was natürlich auch als Soziologe, muss ich sagen, nicht verwunderlich ist, weil im Prinzip diese Empfehlungen reichlich weit weg von unserer Alltagserfahrung sind und solche Empfehlungen ja im Prinzip auch genau dem entgegenlaufen, worauf unser Alltagsleben eigentlich abzielt und abstellt. Also wir werden immer mehr dazu sozialisiert, dass wir jederzeit einkaufen können, dass unsere Strukturen immer funktionieren. Also von daher ist dieser Appell auch etwas, dass der ins Leere läuft, ist nicht verwunderlich. Das Zweite aber, wo ich denke, dass noch sehr viel getan werden kann und muss, das ist eben auf der Ebene der Infrastrukturbetreiber, also praktisch bis hin zum Lebensmittelhandel und so, dass im Prinzip diese, also was wir ja im Kontext der Ökonomisierung und der Effizienzsteigerung auf allen Ebenen erlebt haben, dass im Prinzip Redundanzen gekürzt wurden, dass im Prinzip Ressourcen eigentlich nicht mehr vorhanden sind, sondern alles just in time funktioniert. Also da, denke ich, ist die Stellschraube anzusetzen, um praktisch diese Versorgung im Notfall besser aufrechterhalten zu können und das auch besser managen zu können. Prinzipiell denke ich aber, wenn man die Strukturen sich anschaut, auch im Vergleich zu anderen Ländern, sind bei uns zumindest mal die Rettungsdienste, die Katastrophendienste, also wenn es ist THW, die Feuerwehren, die medizinischen Rettungsdienste, enorm gut aufgestellt. Also das vor allem deshalb, weil ein starkes ehrenamtliches Engagement in Deutschland existiert, was es in anderen Ländern in der Form nicht gibt, die einzig auf professionelle Kräfte angewiesen sind. Von daher würde ich sagen, im internationalen Vergleich steht Deutschland vermutlich, also was den Schutz der Bevölkerung angeht, gar nicht so schlecht da für einen Katastrophenfall, auch für einen Kriegsfall.